Wir lassen Implantate nach Operationen einfach verschwinden und machen sie damit zu Helfern auf Zeit. Birmingham, Alabama. Hier hat Evonik sein 11. Projekthaus aufgebaut. Fokussiert auf ein Forschungsgebiet sollen so Technologien für morgen entwickelt werden. Im Projekthaus werden die nötigen Kompetenzen zusammengeführt, um Evonik als Lösungsanbieter für die Medical-Device-Industrie zu positionieren. Über 20 Mitarbeiter aus den unterschiedlichsten Bereichen kombinieren ihre Erfahrung und das Know-how im Bereich Material, Design und der Prototypentwicklung. Man hat sich für den Standort in Birmingham entschieden, weil zum einen die USA der größte Wachstumsmarkt im Bereich der Medizintechnik sind. Des anderen ist an dem Standort Birmingham Know-how, was die Polymerherstellung, die Polymersynthese, insbesondere von biologisch abbaubaren Polymeren anbelangt, vorhanden. Um die Biomaterial- und Polymerkompetenzen von Evonik zu erweitern, werden modernste Techniken eingesetzt. Wir forschen an personalisierten Implantaten aus 3D-Druckprozessen. Das heißt, wir können die Implantate patientenspezifisch herstellen. Die Geometrie und die Funktion ist genau angepasst an die Bedürfnisse des Patienten. In dem speziellen Fall von Medical Devices oder von implantierfähigen Medizinprodukten geht es halt viel um poröse Strukturen, die halt mittels additiven Verfahren sehr einfach generiert werden können. Gerade für komplexe Bauteile ist der 3D-Druck sehr gut geeignet. Zum Beispiel, wenn man so Kurvenstücke oder so Hinterschneidungen hat, da hat man häufig Probleme mit klassischen Verfahren, die Geometrie sehr gut hinzubekommen. Wir arbeiten an neuen bioabbaubaren Kompositmaterialien. Bioabbaubare Polymere werden bereits seit längerem in der Medizintechnik eingesetzt zur Herstellung von Schrauben und Stiften. Diese werden zum Beispiel eingesetzt, um ein abgerissenes Band in einem Gelenk wieder am Knochen zu befestigen. Jetzt ist es Zeit, diese Technologie auch auf Knochen auszudehnen. Bioabbaubare Komposite bestehen aus einem bioabbaubaren Polymer, einem Füllstoff, der natürlicherweise im Knochen vorkommt. Der Füllstoff wird in die Knochenmatrix eingebaut und zersetzt sich während des Abbaus in unschädliches Kohlendioxid und Wasser. Und wir können über die Polymerlänge sowie die Kristallinität, das Abbauverhalten und die Abbauzeit des Komposits steuern. In der Zukunft ist geplant, die Implantate mit lebenden Zellen zu kombinieren, um so Knorpel und Hautgewebe zu züchten. Die Medizintechnik ist ein stark wachsender Markt, der durch die Kombination aus Biologie und der klassischen Implantattechnologie weitere Märkte erschließt.